3, 2, 1. Jetzt wieder mit einem Tour und Tour auf düstere Felder als Alliierte. Herzlich willkommen. Mein Name ist Toster Taube und mit mir spielt Big Boon. Unsere Videos findet ihr wie immer auf unserer Homepage cohoverlord.bplaced.net. Dort könnt ihr auch kommentieren. Ja. Genauso wie bei uns im YouTube-Channel. Genau. Ja, wie immer guckt ihr mir beim Spielen zu. Die Gegner sind keine Noobs, nein. Also wissen wir noch nicht, aber sie behaupten es jedenfalls. Und deswegen hoffe ich, wird es ein abwechslungsreiches Spiel. Ah, wir hoffen das Beste und rechnen mit den Schlimmsten. Wie immer. Ja. So. Düstere Felder. Da waren doch die Munipunkte entscheidend. Da war irgendwas, genau. Muss ich zugeben, auch die Map länger nicht mehr so gespielt. Mhm, das stimmt. Sowieso COH. Nicht mehr konstant gespielt. Ja, konstantes Spielen ist immer wichtig bei so einem Spiel. Da trennt sich der Streu vom Weizen. Ne? Genau. Ja, klar. Schützen wie immer. Wir können ja nichts anderes. Ja. Man muss eben das, was man kann, verbessern und seine Schwächen auf einem akzeptablen Niveau halten. Ne? Genau. Ja. Ja, ich sehe gerade, wir spielen ja hier ohne Siegpunkte. Als Ali. Ja, da würde ich im Late Game erstmal ganz doll aufpassen. Weil... Ja, im Late Game wächst immer die Übermacht der Deutschen und entweder man lässt nicht so weit kommen, indem man sie konsequent von Anfang an zurückdrängt, oder man hat dann, man muss in den sauren Apfel beißen. Genau. Und wie man hier bei mir sieht, waren die Gegner ja auch schon ziemlich auf diesen Punkt fixiert hier, den 16er Munipunkt. Aber deine Schützen können den ja jetzt kalt machen, der aber gerade gecaptured hat. Ich hoffe's, man weiß ja nicht, was schon da ist, aber ich denke mal nicht viel. Ja, Pio Fly, und dann kommt der Volks. Oh, jetzt ja, sein hier das erste Gefecht. Ja, ja, gut, interessant würde ich das jetzt nicht unbedingt. Ja, entscheidend aber schon in vielen Fällen das Spiel. Dass der nicht retreatet, wundert mich jetzt, aber na gut. Guck, die Captions sind übrigens verwundbar. Genau, so nachdem die was baut. Aber jetzt legt er los. Was schickt er denn hier alles rein? Meine Güte. Ja. Aber eigentlich sollte das ändern. So, jetzt nutzen wir mal die grüne Deckung, die hier ist. Ne? Ja, jetzt würde ich mal sagen, ist es ein bisschen schwer für die. Ein nächster Trupp kommt dann auch mit ran. Sehr aggressiv. MG kam. Hat eine riesen Übermacht hier, Junge, Junge. Von deinem Gegner oder von dir? Ja, von denen erstmal, aber ich bin in besserer Deckung. Also bei denen, die sind nicht irgendwie sehr mit der Deckung befreundet. Auch wenn mein Trupp langsam hier. Enemy Unit down. Okay. Ah, mein Trupp ist aufgelevelt, na sowas Schönes. Das ist wirklich toll. Nun, ziehe ich den erstmal zurück, bevor der Mann noch wegstirbt. Und damit hätten wir alle Einheiten hier im Umkreis besiegt, in sprich, drei Pio-Trupps und ein Volks. Junge, Junge, das ging ja einfacher als gedacht. Was kommt denn jetzt hier an? Viel einfacher als gedacht. Ja, okay. So. Bei mir kommt hier erstmal unten nichts weiter. Jetzt müssen wir den die Gebiete kürzen. Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, du gehst auf Autogewehr und du hast ja schon so schön Veteranentrupp. Ja, gut, ne? Und ich, ja, baue dann halt bloß drei Schützen. Jetzt hat er hier einen Bunker zum Bau angesetzt.
Da werde ich mal hier rausgehen aus meiner Deckung und versuchen, den noch zu kriechen. Das ist jetzt die Frage, worauf konzentrierst du dich? Auf den Bunker oder? Ja, ich würde jetzt sagen, im Moment auf den Bunker. So, das war das. Und ja, meine Fresse, das läuft. Aber jetzt kommt das nächste Ding. So. Die schicken ja hier alles, was sie haben. Bei mir kommt jetzt schon das Subli-Gebäude. Ach, kannst du dann hier oben die beiden Punkte noch holen? Sag mal, woher kriegt denn der die ganzen Ressourcen oder schickt er hier einfach alles auf den drauf? Also, ich weiß nicht. Basic Game. Jetzt habe ich den Pio da noch weiter kämpfen lassen. Weißt du, bist schon an der Base? Meine Güte. Du machst selber da, ja. Muss man. Muss man. Jetzt hat er das nächste Ding verloren. Da frage ich mich, was soll denn das eigentlich? Da hat er auch nichts groß zu tun. Oh, jetzt capturen sie mir ihren Rücken weg. Kannst du dann mal hier, wenn du eine freie Hand hast? Kannst du das nicht machen, die sind bei dir näher dran, aber ich könnte das erst nachher machen, wenn ihr bei mir dann das nächste Mal. Warte, dann mache ich das. Dann ziehe ich jetzt erstmal Autogewehre. So, das habe ich jetzt total des Gefechts vergessen. Und ja. Ich nehme den rechts, diesen Fuel Point. Und du okay, den mach das. Das ist so schneller fertig. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Hast ja wieder schön gesagt. Jetzt kommt's MG, da denkt aber auch das ganz schlau hier. Jetzt muss ich das flankieren oder wie? Ja, den Retreat, den Truff haben wir auch noch bekommen. Also bei dir läuft's ganz solide, ja, alles. Ne? Hey, du, das ist jetzt schwerer mit dem MG als gedacht. Vor allem, weil ich jetzt gerade meinen Truck da hier. Da rechts kommt da einer und links kommt einer und das kann doch schon auch mehr schief gehen. Aber meinst du? Die haben MP5, die Typen, die da dran stehen. Was auch? In der Nähe nicht ganz so schlimm. Das sind MP40, nicht MP5. Ja, das ist schon. Oh, jetzt haben sie aber verkackt. Also, meine Güte, jetzt bauen die schon wieder einen Bunker. Haben die denn sonst nichts zu tun? Immer nur Bunker bauen. So kann das ja nichts werden. Ach Mist, ich hab vergessen, den Punkter zu capturen. Du musst zwar auch noch den Field Pointer rechts mit. Ja, ich war schon drauf eingestellt, Martin. Ja, jetzt haben wir aber voll die Map Control hier. Ist ja Wahnsinn. Ja, war zu einfach. Aber irgendwie schon. Jetzt kommt hier das MG. In meine Flammer. Naja, gut, ne? Ich gehe dann, denke ich mal, gleich aufs Panzerdepot. Ja, würde ich auch sagen. Naja, irgendwie. Enemy unit down. Oh, jetzt wird's gefährlich bei mir. Ja? Ja, jetzt kommt hier nämlich der Half-Track. Oho. Soll ich dir ein bisschen Unterstützung bieten? Nö, passt schon. Okay. Was machen wir mit dem Kollegen? Das können wir uns ja leisten. So, ich gebe dir jetzt ein bisschen Muni und fang was damit an. Ich baue jetzt nämlich noch den Muni-Punkt aus. Ah, das ist schön. Das kann ich dann nachher auch machen. So, gibt es hier irgendwelche schönen Fuel Points? Nein, auch nicht. Das ist immer schlimm bei solchen Plus-5er Fuel Points. Da kann man lohnt es sich kaum, welche auszubauen. Ja, natürlich. Aber da müssen wir halt leben. Auf der anderen Seite sind die dann fairer verteilt und es gibt nicht den Fuel Point, den man haben muss. Ja. Wiederum auf der anderen Seite gibt es ja auch schon zwei Mini-Points, deswegen. Das ist, glaube ich, nicht notwendig. Ja,
So, jetzt können sie im Prinzip nicht mehr viel anfangen. Das heißt, wir müssen uns noch auf Infanterie einstellen, denke ich mal. Es sei denn, noch ein Puma, aber viel mehr dürfte da nicht kommen. Vielleicht noch ein Stuck. Keine Ahnung. Stuck, ja, das will ich nicht mal unbedingt sagen, wenn wir hier schnell die Punkte holen. Ja, gut, da gibt ja auch nicht besonders viel Acht. Kriegen die da durch. Ja, aber... Ja, stimmt. Die Space sind 13. Ja, gut. Pro Minute, da kriegt man schon ein Stück zusammen, wenn man lange genug wartet. Ist ja schon richtig. Ich baue jetzt direkt mal 3 andere Fahrzeuge hier. Also M8, so rum. Was macht der denn hier? Nein, Truppen stehen jetzt ja nur rum, du, die ganze Zeit. Na, du kannst ja was machen. Na, was denn? Es gibt ja nicht mehr viel zu machen. Ja, wenn du mit der Base oder auch sowas bist. Jetzt mit Schützen. Ja, geh auf, was weiß ich, wie viel Zielpunkt hast du? 3. Na, dann gehst du auf Airborne Ranger und tust den irgendwie den Bunker weghauen, dann kannst du in die Infanterie rein. Du meinst, es wäre so einfach zu machen. Das kommt nur überraschend. Ich gehe auf Panzerdoktrine. Dass meine So, jetzt lasse ich mal so einen netten Trupp landen und tu den auf Kraft meiner wunderbaren Munition mit 125 Munition mit Panzerfäusten ausrüsten. Bitter. So, jetzt habe ich zwar das Panzerdepot gebaut, mache aber aufgrund der Erbung-Regel erstmal die Stufe 1 im Nachschublager. Produktion. So, und dann habe ich auch was gegen Panzer auf dem Schlachtfeld. Das ist ja immer was, was zu gebrauchen ist. Hoffen wir, dass die Deutschen es nicht erwarten. Naja. Der auf meiner Seite ist raus. Oh, jetzt hier. Achtung! Jetzt breche ich hier das Upgrade ab, um eine Mine vor dir in seine Hütte zu legen. Damit es, wenn die Pack kommt, na, damit die Gleit zerschossen wird. Wir sind irgendwie etwas langsam, was das betrifft. Ja. Die Ranger, den Bunker zu zerstören. Na, dann haust du eine Granate rein, dann kannst du direkt durch. Na, okay, das war's. Stimmt, wäre eigentlich eine Variante gewesen, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, die Granate. Ja, gut. Passiert. Ach, die haben auch bloß bei mir hier Mörser gebaut, na okay, Computer halt. Ja, war jetzt weniger das Problem. Ja, gut, ne. Ja. Schau, was die Statistik sagt. Aber du hast ja auch schön deinen Truppen verteilt, sodass der nicht direkt mit dem MG alle deinen Truppen festhalten. Ja. Und top zum Flankieren, schön. Naja, gut. Ja, okay. So. Der frühe Vogel fängt den Wurm, ja. Das war erstmal eins der letzten Spiele von uns. Mit dem alten Patch. Irgendwie soll ja nächste Woche ein neuer rauskommen, der unter anderem die Briten schwächt. Amerikaner bleiben ähnlich stark und auf jeden Fall einige Bugs beseitigt. Und auch, was in COH Online schon angedeutet wurde, mit den Einheiten, zum Beispiel der Pack und so, dass sie dann besser sichtbar ist, die Pack der Deutschen, das wird dann auch wieder, denke ich mal, behoben werden. Das war ja schon bei COH Online so und das wird jetzt auch, denke ich mal, ins normale COH übernommen. Genau. So. Ja, das war's von uns. Wir verabschieden uns, kommentiert fleißig. Ja, und schönen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke auch von mir. Wiedersehen. Tschüss.